Hallo WPU, diese Waffe kennt ihr schon. Das ist die Grandpower Excalibur von Tolma hergestellt. Die wurde schon mal letzte Tage von unserem User und Langzeittester FC Atzemann getestet. Ja, diese Waffe ist aber doch eine andere. Wenn ich die mal so zur Seite legen darf. Die von FC Atzemann hatte nämlich kein Blowback. Und jetzt hat die Firma Teutenberg mir die Excalibur zur Verfügung gestellt, beziehungsweise WPU zur Verfügung gestellt. Und zwar in einer Blowback-Version. Ich hoffe, man kann so gewisse Sachen sehen. Genau. Ich werde zu dieser Waffe noch etwas berichten in den nächsten Tagen. Ja, wie man sieht, Blowback. Der Blowback ist also recht gut. Der Abzug ist also sehr geschmeidig. Also kratzt auch nichts groß. Also scheint ein anderes System zu sein als bei der Non-Blowback-Waffe. Sehr gut. So, das erstmal dazu, zu der Waffe. Weiteres werde ich jetzt in den nächsten Tagen berichten. Ich kann jetzt schon sagen, der Abzug geht also wirklich leicht, ganz leicht, ganz leicht, leichtes, ganz minimales Knacken vom Druckpunkt. Bam. Schöner Blowback. Okay, das erstmal zu der Waffe. Der erste Eindruck ist also erstmal für mich super. Wir werden sehen, wenn Kugeln drin sind, ob sich dann der Abzug verändert. Bis dann.